Hui! Panzer! Moin moin, liebe Insider. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, wurden wir von Activision nach LA bzw. Santa Monica eingeladen, um am Call of Duty Next Event teilzunehmen. Dort wurden im Grunde alle Infos und Announcements rund ums Thema Call of Duty revealed, die in nächster Zeit irgendwie von Relevanz sind. Also zum Beispiel das neue Warzone Mobile oder die neue Warzone 2.0 Map und auch sonstige Neuerungen. Dort durften wir dann die Modern Warfare 2 Multiplayer Beta anzocken und das neue Warzone 2.0 in der Alpha. Wir haben dazu einen Stream gemacht, den findet ihr jetzt oben in der Box. Oh ja genau, hängt da mit der Shotgun! In diesem Video gibt es jetzt einen kleinen Ersteindruck von mir und sämtliche Infos, die ihr irgendwie wissen müsst. Okay, also einmal vielleicht kurz zum Event selbst. Also das Ganze war eine ziemlich coole Aktion. Das fand in einem Hangar statt. Da waren dann zig hunderte Gaming Stations irgendwie aufgestellt. Und ja, es waren halt hunderte Call of Duty Streamer und Streamerinnen aus aller Welt eingeladen. Und ja, dann fand ein kleiner Showcase statt. Ne? Uns wurden so die neuesten Features inklusive Trailer irgendwie vorgestellt und gezeigt. Ja, und danach ging es dann los. So, es gab stundenlanges Zocken sämtlicher verschiedener Modi, die irgendwie zur Verfügung standen. Also im Grunde LAN-Party Deluxe, wenn man so will. Und da war wieder alles dabei, was Call of Duty eigentlich so ausmacht. Also Modi mit Close Combat Fokus, eben wie Domination, Hardpoint, Knockout, Team Deathmatch oder eben auch Deathmatch. Aber es gab auch andere Modi, also so mit All-Out Warfare Fokus, wenn man so will. Also alles, was Invasion ist, was im Grunde so eine Mischung aus PvP und PvE war. Ich fand das ganz interessant, aber jetzt nicht übermäßig flashig. Es gab aber auch wieder den Modus Ground War und eben auch das neue Warzone 2.0. Eben alles in dieser All-Out-Warfare-Fokus-Kategorie, wie ich es mal genannt habe. Ja, und außerdem konnten wir einen Third-Person-Mode zocken. Den fand ich persönlich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überflüssig, aber ich find's cool, dass die Möglichkeit zum Zocken in der Third Person implementiert wurde. Weil solange man die Wahl hat, ist es halt auch irgendwie cool, dass jeder so zocken kann, wie er oder sie das will. Ha! LOL! Ja, also mir persönlich haben vor allem die kleineren Maps besonders Spaß gemacht. Das ist auch das, was ich persönlich eigentlich mit Call of Duty so am meisten verbinde. Also relativ kleine Maps, Close-Combat-Fokus, Dauer-Action, bis der Arsch qualmt, all diesen Krams eben. Aber es macht schon Bock, also, boah, das ballert aus allen Rohren. Ja, das Gameplay war insgesamt gewohnt dynamisch, würde ich sagen. Der Sound war absolut bombastisch, also das war richtig, richtig krass. Und die Grafik war halt auch super schick. Und dadurch war das Ganze schlussendlich dann doch recht immersiv. Oh, Alter! Digga, es ist alles nur am Scheppern, ich checke nicht mal, was passiert. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wirklich alles auf der Karte nur noch am Scheppern ist. Und genau das macht für mich auch einen richtig guten Shooter aus. Also zumindest dann, wenn die nötigen Rahmenbedingungen wie ein gutes Waffenhandling, coole Maps etc. gegeben sind. Aber das ist ja bei jedem Shooter wichtig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Von den größer angelegten Modi hat mir Ground War auch sehr gefallen. Also ich meine, klar, ne, das ist jetzt auch im COD-Universum nichts Neues. Und wenn man ganz ehrlich ist, steht auch eher die Konkurrenz Battlefield für diese Art von Gameplay. Aber sei es drum. Auch hier hat das Adrenalin richtig gut reingekickt. Und da hier viel mehr Spieler auf der Map sind, sorgt das natürlich auch für viel mehr Chaos. Und das hat irgendwie echt Bock gemacht. Und außerdem ist so ein bisschen Panzerfahren zwischendurch auch mal ganz nett. Oder seht ihr das etwa anders? Ja gut, und dann mit Abstand am meisten erwartet wurde natürlich Warzone 2.0. Das Ganze soll am 16.11. erscheinen und obwohl mich das selbst ehrlich gesagt weniger interessiert hat, weil Battle Royale Spiele meinen persönlichen Geschmack einfach nicht treffen, ist es doch spannend, was es da so für Neuerungen gibt. Also zum Beispiel ist die Kreismechanik, also ihr wisst, ne, dieser Kreis, der sich halt schließt, eben das, was das Battle Royale Genre eigentlich im Kern ausmacht, das komplett überarbeitet worden. Also so gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass sich dieser schließende Kreis in bis zu 4 Kreise aufteilt, was laut den Entwicklern dann umfassende Änderungen in Bezug auf die Late-Game-Szenarios in Warzone 2 haben wird. Und auch die Map ist natürlich komplett neu und wurde von den Anwesenden, die da sehr viel mehr im Thema sind als ich, überwiegend als sehr positiv wahrgenommen, war so mein Eindruck. Worüber sich einige Streamer und Streamerinnen aber zum Teil sehr geärgert haben, war wiederum das Loot-System. Denn anstatt dass Waffen, Munition etc. jetzt einfach irgendwie vom Boden aufgesammelt werden,
öffnete sich jetzt beim Öffnen einer Kiste ein Menü, in dem man dann erst auswählen musste, was genau man wie eigentlich looten will. Und das nimmt irgendwie total den Drive aus der Nummer und war auch ehrlich gesagt nicht besonders intuitiv. Also selbst als jemand, der wenig Erfahrung mit Warzone und Battle Royale Games im Allgemeinen hat, war das schon, ja, also fast auffällig störend, muss man sagen. Schlussendlich ist es aber so, dass ich den Eindruck hatte, dass das neue Modern Warfare der vielleicht vielseitigste Shooter ist, den ich je gespielt habe. Also ich hatte wirklich das Gefühl, hier ist einfach für alle irgendwie was dabei. Also schlussendlich ist es natürlich noch ein bisschen früh, jeden einzelnen Modus und vor allem das neue Warzone 2.0 irgendwie abschließend zu bewerten. Aber in der Theorie muss man einfach sagen, dass für alle, theoretisch zumindest, irgendwie was dabei ist. Also zumindest sofern man irgendwie auf Shooter steht. Ja, ich habe jemanden getötet! Können wir Party machen bitte? Also du hast kleine Maps, du hast große Maps, du hast wenige Spieler, du hast viele Spieler, du hast Vehicles, du hast keine Vehicles, du hast First Person, du hast Third Person, du hast Classic Multiplayer Action, du hast aber auch Battle Royale Modi, es gibt altbekanntes, erfrischend Neues und. Ja, und das ist es halt auch im Grunde. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen hyped auf das Spiel, ich habe da vorher gar nicht so entgegengefiebert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, stimmt, ey. Also ich muss sagen, nachdem ich jetzt, ich habe halt, wie gesagt, jetzt insgesamt vielleicht eine Stunde oder so gezockt und ich habe brutal Bock. Also es, man ist sofort wieder drin. Aber jetzt so nach diesem Event, wenn man halt auch sieht, so was Activision da irgendwie auffährt, um das Spiel zu promoten, so, dass man irgendwie merkt, so okay, das ist ein Titel, der denen irgendwie auch wichtig ist, der mit viel Liebe gemacht wurde und wo, glaube ich, einfach eine ganze Menge Energie und Arbeit reingesteckt wurde, dass man irgendwie ein wirklich geiles Multiplayer-Shooter Action-Szenario für möglichst viele Leute irgendwie an den Start bringen kann. Das finde ich schon irgendwie extrem cool. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, sehr viel mehr Bock als noch vorher. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass wir hier eine Beta gespielt haben und es dann natürlich noch einiges an Verbesserungen gibt. Ne? Das muss man einfach so sagen. Davon ist noch nichts final. Aber ja, es gab dann hin und wieder schon mal Spielabbrüche. Also dass das Spiel halt einfach gecrashed ist. Aber wie gesagt, ist es eine Beta, beziehungsweise bei Warzone sogar eine Alpha gewesen. Und mir ist lieber, das Spiel crasht irgendwie mal, weil da denke ich mir, okay, das werden die mit Sicherheit zum Release irgendwie noch hinbekommen, als dass du permanent irgendwelche Clipping-Fehler hast oder das irgendwie unrund läuft oder sonst was, weil das Gefühl zum Beispiel hatte ich halt überhaupt nicht so. Wenn man im Game war, wenn man in den Runden war, hat das schon alles verdammt geil funktioniert. So, da ist wirklich nur noch kleinstes Balancing, vielleicht im Waffenhandling oder so nötig, aber ansonsten war das schon alles sehr, sehr cool. Ja, soviel zu meinem kleinen Ersteindruck, aber was sagt ihr denn jetzt eigentlich zum neuen Modern Warfare 2 oder zu Warzone 2.0 oder der Mobile-Version und allen anderen News? Seid ihr da auch hyped und zockt Call of Duty oder haut euch das alles eher nicht so vom Hocker? Wie immer, ab in die Kommentare damit und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich hau mich jetzt hin, macht es gut, bis denn und ciao! Ich wusste doch, dass er da kommt. Ich wusste es.